Stattdessen versuche ich immer höher zu klettern. Das geht mit drei vollen Ausdauerbalken zum Glück auch recht schnell. Da ist ein Bär. Für irgendwas anderes. Ein Kaiserbär. Stimmt. Da war was. Dann lass ich dich auch einfach mal in Ruhe. Wobei, da ist noch einer. Sehr ungünstig. Kinders, ich habe eigentlich keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Allein schon, weil ich euch nicht besiegen kann. Sondern nur so lange auf euch drauf kloppe, bis ich auf euch reiten kann. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Schneefuchs. Was haben wir da? Schneebälle. Euch komische Dinger. Kann ich eigentlich auf euch reiten? Doch, kann ich. So, dann hau ich einfach mal alles kaputt, was mir hier im Weg steht. Unter anderem dich, würde ich sagen. Wenn ich das besser wüsste, würde ich sagen, habe ich hier gleich eine Blutmondnacht. Oder warum eigentlich, wenn ich es nicht besser wüsste? Ich weiß es nicht nur nicht besser. Sollte eigentlich sogar davon ausgehen, dass ich hier gleich eine Blutmondnacht habe. Also, was heißt gleich? Dann halt in 24 Stunden. Und ich kann hier nicht weitergehen. Warum kann ich denn hier nicht weitergehen? Ich komme doch mit meiner Karte bis hierhin. Das ist doch doof. Dann brauche ich wiederum auch da oben nicht hinzugehen, wenn ich da oben sowieso nicht drauf darf. Ein Drache! Komm zu mir! Nicht du, direkt. Ich habe Besseres zu tun. Da ist ein Drache. Wo will er hin? Komm her. Goddammit. Bin ich ja schneller als er. Bin definitiv nicht schneller als er. Verdammt. Na gut, in dem Fall arbeite ich mich einfach mal darunter. Das ist übrigens traurig, dass man immer noch die Musik von dem Drachen hört. Gleichzeitig keine Chance, da dran zu kommen. Aber immerhin, er war sehr nah. Ich habe das Gefühl, hier war ich schon mal. Also vielleicht tatsächlich nicht unbedingt hier. Hui! Gott! Oh. Für einen kurzen Moment dachte ich halt, okay, hier ist nichts. Vielleicht war ich ja nicht unbedingt hier, aber... Alter Falter. Schock, schwere Not, sag ich da nur. Meine Güte. Mensch, einfach so erschrecken zu machen. Einfach so zu erschrecken.
mich nicht nur zu erschrecken, sondern mich auch noch so zu erschrecken. Das ist tatsächlich gemein. Aber gut, sei es drum. Da ist auf jeden Fall ein Lager. Hier war ich definitiv schon mal. Das hat so überhaupt nicht funktioniert, wie ich dachte. Weil ich war nämlich schon mal in der... Ups. War nämlich schon mal in der Pose. Ich habe Urbosas Zorn aufgebraucht. Was aber, denke ich, an sich nicht so schlimm ist. Der wird sich schon wieder aufladen. Sieht zumindest so aus, als würde er sich aufladen. Wieder verwendbar in 11 Minuten 47 Sekunden. Okay. Na gut, dann muss ich jetzt eben 12 Minuten ohne auskommen. Nicht so, als wenn ich bisher vorgehabt hätte. Und ja, hier war ich definitiv schon mal. Da habe ich nämlich einen Krog. Pilze. Was mich tendenziell interessiert, weil ich die noch für einen Nebenquest brauche. Wie bekannt ist. Außerdem habe ich hier einen starken Aufwind, den ich verpasse. Der bringt mich hier hoch. Was Schönes. Ist nur leider auch nichts. Wobei, hier will ich ja theoretisch auch noch hin, aber dann komme ich doch gleich einfach wieder. Dich habe ich scheinbar noch nicht. Da ist der Drache auch schon wieder, das ist auch ziemlich cool. Lass mich nicht hängen! Krog! Geh weg! Ich muss den Berg wieder hoch. Und vielleicht kommt der Drache ja hier rüber. Wobei, nee, sieht so aus, als würde er jetzt sich verabschieden. Aber gut, merken wir uns doch einfach mal, dass der gute Drache hier irgendwie nachts rumlungert. Und wisst ihr was, ich gehe jetzt da hoch. Jetzt gucken, ob es da irgendwas gibt. War ich da und dann ist gut. Ich meine, ich will so oder so hin, ob ich jetzt zuerst dahin gehe oder nicht, ist ja in dem Sinne erstmal egal. Hier ist doch definitiv irgendwas nicht richtig. Autsch. Aber hey, ein Rhodonit schon mal, das ist ganz cool. Das Problem ist, dadurch, dass ich schon bei so vielen Eisbergen, also auf so vielen Eisbergen war, habe ich immer das Gefühl, ich war hier doch schon mal. Was ich aber gar nicht bin. Da hinten ist ein Leune. Das ist uncool. Gut, auf der anderen Seite wissen wir ja, irgendwie muss ich die irgendwann ja mal fertig machen und der ist gar nicht so weit weg. Der ist sowas von überhaupt nicht weit weg. Ich meine, nur weil ich ihn irgendwann fertig machen muss, heißt das nicht unbedingt, dass ich es jetzt versuchen muss. Gerade jetzt, wo mein Urbosas Zorn nicht aufgeladen ist und entsprechend nicht bereit ist, genutzt zu werden. Auf der anderen Seite sieht das hier sehr verdächtig aus. Da will ich tatsächlich auch hin, das ist doch schon mal gut.
Und ich meine, ich bin ja prinzipiell auch stärker als früher. Ich habe bessere Ausrüstung. Nicht unbedingt bessere Waffen, aber ich habe bessere Ausrüstung. Dr. Rock? Hi. Hier wird jeder Rubin mitgenommen. Keine Gnade. Und hier haben wir ein sehr haltbares Sonnenschild, was ziemlich cool ist. Dann werfe ich doch tatsächlich einfach mal das Schild weg, das ich jetzt mit mir rumtrage. Schildblock plus 14 hin oder her. Wenn ich ein haltbares, noch besseres Schild mitnehmen kann, dann mache ich das doch einfach. Ansonsten scheint mir hier tatsächlich nicht wirklich irgendwie was von Interesse zu sein. Außer eben einige Schatzkisten. Das heißt aber auf jeden Fall, dass ich den Stempel hier mal wegmachen kann. Da ist noch eine Schatzkiste. Tatsächlich eine Schatzkiste sogar. Das ist ein Schwert? Das sieht aus wie ein Riesenschwert, so von weitem. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein komischer Fels. Auf der anderen Seite vielleicht ist. Nee, die Krieg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine grüne Markierung dort gemacht habe, wo diese Kriegerin ist. Bin ich mir eigentlich echt absolut sicher. Der anderen Seite verwirrt mich das schon. Aber wir werden sehen. Und wir werden auch sehen, was hier so rumlungert. Mondsäbel mit Angriffskraft plus 6. Na, mal gucken, was ich dafür wegwerfe. Das Schatzsäbel, das müsste ich eigentlich mal ablegen zu Hause. Ich könnte das Ritterschwert wegwerfen, aber das Ritterschwert hat eine schönere Reichweite als der Mondsäbel. Auch wenn der Mondsäbel ja stärker ist. Da unten ist ein Schrein, bei dem ich schon mal war. Ansonsten würde ich behaupten, gehen wir doch mal ganz kurz da hinten zu diesem Ding, was aussieht wie ein Schwert. Ich dachte ja eigentlich, da ist ein Krog, aber vielleicht ist das auch einfach nur ein cooles Schwert. Da unten ist noch eine Schatzkiste. Tatsächlich Schatzkiste sogar. So viel vergrabene Schätze hier oben, das gibt's doch gar nicht. Frag mich, was hier gewütet hat, was den Berg so in zwei gespalten hat. Ich gehe aber auch ein bisschen außen rum, dass da ist definitiv ein Schwert. What? Wenn das nicht für irgendeine Mission noch sein wird, dann weiß ich auch nicht. Deswegen mache ich tatsächlich mal ein Foto. Und ja, speicher das Foto einfach mal. Weil, wie gesagt, das war ziemlich cool.
Wenn das nicht für irgendeine Mission ist, dann weiß ich echt nicht. Abgesehen davon, dass da ein schwarzer Moblin. Ist das ein schwarzer Moblin? Das ist ein schwarzer Moblin und er sieht aus, als würde er meditieren. Ich will ihn eigentlich ja dabei nicht stören, das ist unhöflich, aber. Oh, der lebt noch! Und der Gute meditierte vor einem Gerudo-Zweihänder. Meine Waffentasche ist voll. Gerudo-Zweihänder, der tatsächlich nicht erkannt wird? Das ist tatsächlich etwas komisch. Ich meine, ich kann ihn mitnehmen, aber warum wird der von meiner Kamera nicht erkannt? Verdächtig! Verdächtig, verdächtig. Ich bin echt dafür, den Eisenhammer wegzuwerfen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich kann meine Zweihänderwaffe auch dafür benutzen, oder ich mit der Zweihänderwaffe tatsächlich auch noch angreifen kann. Ist denn wenigstens noch ein Krog auf diesem Schwert? Oder ist das einfach nur. Ist das vielleicht das Schwert von der achten Kriegerin? Wisst ihr, die achte Kriegerin steht da hinten bei meiner grünen Markierung rum und das hier ist ihr Schwert. Es sieht auf jeden Fall so aus. Vielleicht ist das auch das Schwert von einer bisher unbekannten neunten Kriegerin. Die es wahrscheinlich nicht gibt, aber man weiß ja nie. Hier ist auf jeden Fall noch Pilz. Kein Krog. Stattdessen nur ein Leuner, der mich schon gesehen hat. Das Problem ist, wenn ich Essen dabei hätte, das mich vor der Kälte schützt, würde ich wahrscheinlich auch nichts damit anfangen, aber. Was für ein Leune bist du denn? Du bist ein weißer Leune. Weiße Leune sind doch super stark, oder? Wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal aus. Ich habe gespeichert. Ich kann es ja mal probieren. So, das war schon mal nix. Weißer Leune ist aber vielleicht tatsächlich gegen Feuer. Feuer ist dem völlig egal, okay. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich habe 99 Bombenpfeile. Egal, dem das einfach ist. Das hat mich echt eine Fehl gekostet.
Oh, damn it. Hilfe! Das war meine letzte Fee, oder? Ne, ich habe noch einige Feen. Ich habe noch 5 Feen. Okay, na gut. In dem Fall esse ich doch einfach mal... Ich nehme mal die Abwehrmedizin und futter irgendwas, was mir einiges an Herzen gibt. Beispiel die Maximuschelsuppe. Lass mich raten. Elektropfeile und sowas sind ja auch vollkommen egal. Sieht zumindest so aus, ja. Link, ich würde es ganz toll finden, wenn du das Schild benutzt. Link, benutze dein dämliches Schild. Echt jetzt? Benutzt dieses Schild? Das gibt's doch nicht. Link hat scheinbar was gegen das Schild. Ich weiß ja auch nicht. Bereit, entfesselt zu werden. Das finde ich cool, danke. Link! Tu mir einen Gefallen und benutz dieses verdammte Schild! Menschenskinder. Oh Gott. Heilige Kanone. Aber wir kriegen ein Leunenherz. Das ist doch eigentlich ganz cool. Ich schätze nämlich, davon kann ich irgendwann auch noch das ein oder andere gebrauchen. Alter Falter. Link, das mit dem Schild müssen wir nochmal üben, aber ganz gewaltig. Aber okay, ich habe verstanden, er benutzt das Schild nicht, wenn er den Bogen aktiviert hat. Das zieht er nicht ein. Und er benutzt das Schild nicht, wenn ich mal wieder aus Versehen auf diesen blöden linken Analogstick drücke und mich hinknie.
Was allerdings das ein oder andere Mal tatsächlich auch funktioniert hat. Nichtsdestotrotz, das Leunenherz, diese hochgeschätzte Zutat, kann von einem Leunen gewonnen werden. Es pulsiert mit der Kraft eines Leunen und ist eine äußerst wertvolle Zutat in der Medizinherstellung. Auf der anderen Seite, es ist ein verdammtes Herz, das immer noch schlägt. Und wir haben hier einen Chimärenbogen und ein Chimärenschwert. Habe ich das richtig gelesen? Eine Chimärenlanze. Das hier ist also tatsächlich auch offiziell eine Lanze. Das soll mir recht sein. Ich mache hier einfach mal ein unschönes Bild. Ist mir auch wurscht. Eine der Lieblingswaffen von weißen Leunen. Der abartig schwere Axtkopf an der Spitze verleiht ihr ein verheerendes Zerstörungspotenzial. Und der Chimärenbogen, auch mit Haltbarkeit plus dieses Monster von einem Bogen, besteht aus Metall vom Gipfel des Todesberges. Er kann mehrere Pfeile auf einmal abschießen, die Rüstungen durchdringen wie Papier. Und mein Bogen ist zwar voll, aber. Mein Bogen ist zwar voll, meine Tasche ist zwar voll, aber der Bestienbogen hat seine Zeit ohnehin demnächst vertan, deswegen nehme ich den Chimärenbogen doch einfach lieber mal mit. Ja, ich würde schon behaupten, das hier war nicht ohne, aber geschafft ist geschafft. Und damit lasst mich zu meiner grünen Markierung, bevor ich hier sonst wohin wandere. Halleluja! Speichern darf ich nicht vergessen. Hier irgendwo wird der Drache um die Uhrzeit doch auch wieder hin rumfliegen, oder? Okay, du bist also ein Eisexalfoss, in dem Fall stirb. Ja, ich gehe erstmal das Foto von der. Revalis Sturm ist bereit. Alles klar. Ich gehe erstmal das Bild von dieser Kriegerin machen, die da offensichtlich rumsteht. Und noch ein Diamant gefunden, das ist praktisch. Wie wir gelernt haben, brauche ich von denen wahrscheinlich noch ein paar. Und dann gucken wir doch mal. Statue der achten Kriegerin. Es ist sogar tatsächlich vom Spiel anerkannt. Also im Sinne von. Es ist ein tatsächlicher Ort, die Statue der achten Kriegerin. Und das hier würde als Bild reichen, aber ich habe höhere Ansprüche darauf. Deswegen ein wenig weiter weg muss ich mich schon begeben für ein gutes Foto. Vielleicht aber auch nicht, weil das Spiel ist anderer Meinung. So. So genau, das hier ist das Schwert, das behalte ich mal. Sehr gut.
Dann löschen wir die zwei Bilder und könnten theoretisch zurück zu den Gerudo. Hey! Autsch! Oh, keine Lust. Schlimm genug, dass mir das gerade so viel... Ich muss demnächst echt mal wieder kochen. Und zwar viel. Schlimm genug, dass mir das gerade so viel abgezogen hat. Das ist ja traurig. Ich habe echt gar nichts mehr. So an Essen. Ich muss dringend kochen. Was soll das denn? Oh no, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du gehst weg. Du Flederbeißer, du. Alter, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur wissen, ob der Drache ja gleich wieder kommt. Und wenn ja, ob ich vielleicht sein Horn treffe. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das hier Ferrotra ist, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber das wäre ziemlich cool, wenn... Hier könnte ich theoretisch auch kochen, wenn ich wollte. Aber... Bist du still? Doch kein Blutmond übrigens. Fällt mir gerade so auf. Überrascht mich ehrlich gesagt auch, aber... Gut, ich meine, wenn es keinen Blutmond gibt, dann gibt es halt keinen Blutmond. Da schwäche ich mich auch nicht. Wie gesagt, die einzige Frage, die mich interessiert, kommt der Drache und kann ich sein Horn treffen? Ich meine nicht, dass ich was gegen eine Schuppe hätte. Aber so ein Horn wäre natürlich richtig genial. Kommt der Drache eigentlich jede Nacht? Da ist er. Da ist er auf jeden Fall. Leute, ich habe echt Besseres zu tun. Yes! Ich habe das Horn getroffen! Unglaublich! Wuhu! Sehr cool. Das ist ein Ferrotra-Hornsplitter sogar! Yes! Ein Fragment aus Ferrotras Horn!
Es soll die kristallisierte Macht der Elektrizität enthalten. Man kann es teuer verkaufen, doch es soll eine andere Verwendung geben. Oh yeah, die gibt es. Und sowas von gibt es die. Hier komme ich eventuell später nochmal hin. Aktuell möchte ich erstmal hier runter zur großen Fee. Und mein verdammtes Reckengewand damit aufleveln. Und dann möchte ich halt nach Gerudo-Stadt die Mission beenden.